Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder ein ganz einfaches Rezept. Wir machen heute Tomate Mozzarella im Blätterteig. Richtig lecker wird das Ganze wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das zubereitet habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Zuallererst nehme ich mir die Mozzarella-Kugel und schneide sie in Scheiben. Jetzt sind die Tomaten an der Reihe und die versuche ich in möglichst dünne Scheiben zu schneiden. Nun können wir uns den Blätterteig schon mal auf ein mit Backpapier belegtes Backblech ausbreiten. Nun gebe ich in die Mitte das Pesto. Und zwar habe ich mich hier für das Pesto alla Genovese entschieden, mit Basilikum also drin. Ihr könnt ein beliebiges Pesto wählen, was ihr auch immer gerne mögt. Auf meine Pesto-Schicht, da verteile ich jetzt die Tomaten. Zum Schluss hatte ich hier noch ganz kleine Tomaten, die habe ich da auch noch mit drauf gegeben. Ja, das Ganze wird jetzt gesalzen und gepfeffert. Im Anschluss gebe ich die Mozzarella-Scheiben noch oben drauf. Diese werden jetzt ebenfalls gesalzen und gepfeffert. Und mit dazu kommt noch ein weiteres Gewürz, und zwar Oregano. Jetzt kann ich mir meinen Pizzaschneider schnappen und das Ganze von den Seiten her schräg einschneiden. Die Streifen haben übrigens eine Breite bei mir von ca. 2 cm. Jetzt kann ich immer im Wechsel oben und unten immer eine Lage rübergeben über die Füllung. Und das Ganze nochmal gerade an den Seiten noch ein bisschen andrücken. Nun gebe ich ca. 1 Esslöffel Milch zum Eigelb dazu, vermische das einmal mit dem Backpinsel und kann gleich mit diesem den ganzen Blätterteig einstreichen. Das gibt jetzt unserem Blätterteig nicht nur eine gleichmäßige Bräune, sondern gibt auch guten Halt für unseren Sesam, den wir jetzt beliebig drüber streuen. Jetzt kommt das Ganze bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen. Nach dem Backen könnt ihr den gefüllten Blätterteig sofort servieren und es euch schmecken lassen. Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Wenn so ist, lasst gern ein Däumchen nach oben da. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund, dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!